Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder ein Video von einem Format, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Das ist ein Format mit Caro zusammen und es kam letztes Mal so gut bei euch an, dass wir gesagt haben, komm, wir drehen Teil 2 davon. Und zwar das Rezepteraten, quasi, dass wir eine Zutatenliste kriegen vom jeweils anderen und dann eben raten müssen, was der andere sich dabei gedacht hat und was er sich für ein Rezept gewünscht hat. Und diesmal haben wir uns ein Motto überlegt, weil letztes Mal haben wir so ganz, ohne uns abzusprechen, bei dem Kürbisrezept gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Mal haben wir es so, wir suchen uns eine Zutat aus, das ist quasi unsere Grundzutat und um die herum bauen wir irgendwas, dass wir dann quasi 2 Rezepte mit dieser Zutat haben. Oder eigentlich 4, weil je nachdem, was wir natürlich machen, ob wir es erraten oder nicht, haben wir dann 4 verschiedene Rezepte. Und heute ist die Zutat Feigen. Meine Feigen sehen schon ein bisschen mitgenommen aus. Die liegen hier schon seit 2 Tagen und die haben es irgendwie nicht so geil überlebt. Ich habe halt einfach keine anderen. Ich nehme jetzt einfach die, was soll ich tun. Die Rezeptliste sieht folgendermaßen aus. Ich blende sie euch auch gleich wieder hier ein. Und zwar brauchen wir eine Süßkartoffel, 2 frische Feigen oder in meinem Fall 2 nicht mehr so frische Feigen. 100 Gramm Sojajoghurt, 15 Gramm Schokoproteinpulver, eine Handvoll Haselnüsse oder andere Nüsse und Zimt und Nussmus. Ich hatte zuerst eine Idee, was ich draus mache, aber jetzt habe ich gerade irgendwie Bock, was anderes zu machen. Deswegen mache ich jetzt meine zweite Idee, weil die wird, glaube ich, geiler sein als die erste. Ich werde es euch einfach zeigen im kurzen Durchlauf hier. Und ich werde jetzt einfach mal loslegen und zeige euch dann das Endergebnis. Wenn ihr aber sehen wollt, was Caro mit meinen Zutaten gemacht hat, müsst ihr auf Caros Video klicken. Ihr findet sie unter It's Caro, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram. Und schaut gerne mal bei ihr vorbei. Wird sie bestimmt freuen. Und ja, ich bin gespannt, wie es schmecken wird, ehrlich gesagt. Ich habe richtig Bock gerade. Let's go! Meine Idee war es, dass ich jetzt einen Süßkartoffel-Schokoprotein-Pudding mache. Und ich werde die Süßkartoffel quasi pürieren. Dafür muss ich sie aber zuerst kochen. Und das wollte ich jetzt mal in der Mikrowelle ausprobieren. Ich habe es nämlich noch nie in der Mikrowelle gemacht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Süßkartoffel in der Mikrowelle gemacht habe. Und ich bin so geschockt. Die ist ja butterweich. Also, das ist ja voll zeitsparend. Ich habe die immer im Topf oder halt im Ofen gemacht, aber da halt auch immer für mindestens 20 Minuten. Und das waren jetzt 7 Minuten in der Mikrowelle. Die war jetzt auch nicht so endgroß, so Mittelgröße. Aber krass. Also, geschockt. Nachdem die Süßkartoffel ja jetzt ultra weich geworden ist und wie gesagt, es war so faszinierend für mich, habe ich erstmal das Fruchtfleisch rausgeholt und in meinen Mixer gegeben und dann quasi noch die ganzen anderen Zutaten dazugegeben, also den Joghurt, das Proteinpulver, Zimt und ja, das habe ich einfach püriert, bis es smooth und cremig war. Dekoriert habe ich das Ganze dann mit Mandeln, weil ich hatte keine Haselnüsse mehr da und mit meinen etwas traurigen Feigen und natürlich noch Nussmus. Ich habe diesmal dann Haselnussmus genommen, um quasi auszugleichen, dass ich keine ganzen Haselnüsse hatte und ja. So, das hier ist mein Endergebnis. Ich habe einen Feigenprotein, nein, was glaube ich da, einen Süßkartoffel-Schokopudding gemacht, quasi ein Proteinpudding, weil wir ja das Proteinpulver verwendet haben. Und meine eigentliche Idee war, weil ich ja vorher, wie gesagt, eine andere Idee hatte, dass ich quasi eine Süßkartoffel nehme, die aufschneide, dann den Joghurt mit dem Proteinpulver mische und quasi so eine Creme in die Süßkartoffel reinmache, das dann mit Feigen, Mandeln und Nussmus toppe und dann quasi so eine gefüllte Süßkartoffel habe, aber sweet style und nicht savory. Aber irgendwie war mir mehr nach sowas cremigen. Deswegen ist es jetzt ein Proteinpudding geworden. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Ich denke, es wäre vielleicht auch geiler, hätte ich den kalt gestellt, aber das kann ich ja danach machen. Ich probiere es jetzt nur und stelle es nachher in den Kühlschrank und esse es später als Dessert. Ich schreibe euch auch die Zutaten nochmal in die Infobox. Aber jetzt erstmal Cheers. Das schmeckt geil. Das ist so cremig und so mousig. Also wow. Voll geil, weil da halt keine Flüssigkeit drin ist und dadurch
behält diese dicke Konsistenz und hat so ein Stück Feige dazu, weil das war ja eigentlich ein Feigenrezept. Also dieses Rezept 10 von 10, ich empfehle es euch. Ich werde es mal in den Kühlschrank stellen. Ich schreibe euch dann dazu, ob es geil war oder nicht. Oder geil leer, besser gesagt. Auf jeden Fall wollte ich mich schon mal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt und das Video angeschaut habt. Schaut unbedingt bei Caro vorbei, wenn ihr wissen wollt, was sie gemacht hat aus meinen Zutaten. Und falls ihr auch Bock habt auf mehr Videos von dieser Rezeptereihe, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und falls ihr Ideen hättet, was wir dann als nächste Zutat verwenden können, schreibt es unbedingt auch in die Kommentare. Und vielleicht lassen wir uns da dann was einfallen daraus. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Okay, Caro, bist du bereit zu sehen, was ich eigentlich gedacht habe, was wir aus meinen Zutaten zaubern? Und zwar haben wir hier Loaded Süßkartoffeln. Die haben wir im Airfryer schön knusprig gemacht. Kann man natürlich alternativ auch im Ofen machen. Und in meinem Fall haben wir jetzt hier Blaubeeren, weil ich ja keine Feigen mehr gefunden habe. Aus dem Sojajoghurt, dem Proteinpulver und dem Zimt habe ich hier so eine Proteincreme gemacht, dass wir das quasi so ein bisschen als Creme oben drüber drizzeln können. Genauso wie das Nussmus, ein paar frisch gehackte Haselnüsse, noch ein bisschen mehr Zimt und gleich kommt natürlich noch der Rest von der Creme hier oben drauf, aber ich wollte, dass man hier noch so ein bisschen die Zutaten sieht, wie ich mir das Ganze so vorgestellt habe. Ich hoffe oder bin gespannt, was du aus meinen Zutaten gemacht hast.